Ich hole dir das Buch jetzt ASAP. Sie spricht den Teufelszungen. Schaut, ob sie im Fluss untergeht. Zur Ausrüstung zählen alle Gegenstände, mit denen Frey sich ausstatten kann, um ihre Fertigkeiten und Werte zu verbessern. Wähle Ausrüstung im Menü aus, um deine aktuelle Auswahl zu verändern. Wenn du einen neuen Gegenstand erhältst, solltest du nachsehen, welche Effekte er hat. Sie könnten dir den entscheidenden Vorteil bringen. Ein Umhang von der Art, wie sie die Bürger Keepites im Alltag tragen. Er gewährt keine besonderen Vorteile, aber er sitzt gut und ist strapazierfähig. Jetzt siehst du aus wie wir. Nur die Schuhe verraten dich. Das sind meine treuen Fluchthelfer. Die Treter bleiben. Letztes Wort. Einverstanden. Hier, die wirst du brauchen. Eine Karte Athias, damit du dich nicht verläufst. Hier, da ist die Kognoszentengilde. Perfekt. Kartenlesen habe ich auf der Straße gelernt. Ansonsten findet man sich ja nicht zurecht in New York. Frey hat diese detaillierte Karte von Auden erhalten. Sie zeigt alle vier Reiche: Athiens, Junon, Prenost, Avoalet und Visoria, sowie die Stadt Sipal in seinem Zentrum. Vor dem Bruch konnten die Menschen frei von einem Land ins andere reisen. Aber diese Zeiten sind längst vorbei und heute weiß niemand, was aus den Orten, die auf der Karte markiert, inzwischen geworden ist. Freys Abenteuer. Jetzt dürfen meine Haare nicht mehr so viel rumwackeln. Nochmals danke. Tantas Segen. Dir auch, was immer das heißt. Drei Schritte, neue Sequenz. Ich würde gerne sagen, tagsüber wird es schöner. Aber es ist trotzdem immer noch sehr einfarbig. Grautöne dominieren. Steck dir doch einen Apfel ein. Ein Apfel am Tag? Frey zu stärken vermag. Wie poetisch. Dieben! In Zipper kannst du diverse kleine Anekdoten erleben, bei denen es darum geht, Stadtbewohnern zu helfen. Die Charaktere, um die es geht, erkennst du an einer Markierung über den Köpfen. Manche dieser Aufträge stehen möglicherweise im späteren Verlauf der Handlung nicht mehr zur Verfügung. So, wo geht's zu der Gilde der Kognoszenten? Wenn ich die Karte des Bauernmädchens richtig lese, müssen wir zum Südtor der Stadt hinaus. Ich habe nur 20 Mana. Also bis auf den Entgiftungszauber kann ich nichts Neues machen. Okay, dann mal nichts wie los. Wir suchen jetzt erstmal einen Affen, der mit mir zusammen unterwegs ist. Tantas Segen! Moment, wer bist denn du? Du bist doch nicht die, die von außerhalb der Stadt gekommen ist, oder? Tja, aber stell mir bloß keinen Unfug an, hörst du? Geile Anekdote. Wie weit noch? Wir nähern uns. Aber schöner Anhug, mein Gott. Umhanger für Sieg. Bitte, leiht mir euer Ohr. Ich habe ein Lied für euch. Nein, bitte nicht. Wohlan denn, lasst mich euch mit der Ballade der äußerst gewitzten Person aus Sipal beglücken. Ist ihm ernsthaft kein besserer Titel eingefallen?
Nun, hat sie euch ergriffen? Ach, das war's schon. Hat die klagende Melodie Bilder des nahenden Pesthauchs heraufbeschworen, die Schreie seiner garstigen Bewohner? Ist die unglückselige Bevölkerung der Stadt, wie ich, dazu verflucht, deren Mauern nie wieder zu verlassen? Wieder? Warst du etwa jemals da draußen? Aber ja doch! Welch ein Musikant wäre ich, würde ich nicht ausziehen, um durch Berg und Tal zu wandern. In meinen Träumen natürlich. Hey, Barde! Verbrecher durchstreifen die Straßen und du machst weiter deine Katzenmusik. Obwohl gerade eine Krise herrscht. Vergebt mir, aber es herrscht immer eine Krise. Nun, da hast du nicht Unrecht, aber trotzdem. Sie ist eine Wache, Frey. Wir sollten gehen, sofort. Ich verschwinde dann mal besser. Warte, du bist... Schade, dass ihr gehen müsst, Holdemite. Doch die Zeit drängt. Auf, wohlan. Das war eindeutig zu knapp. Aber dank des Narren sind wir entkommen. Traumwanderung, für wahr. Ja, und ich verstehe es nicht. Was soll das bitte gewesen sein? Es tut mir leid. Er ist ganz schön schreckhaft. Wir sehen hier nicht sehr oft unbekannte Gesichter. Sag, wo kommst du denn her? Huch! Es tut mir leid. Er ist ganz schön schreckhaft. Wir sehen hier nicht sehr oft unbekannte Gesichter. Sag, wo kommst du denn her? Brooklyn! New York! Huch! Es tut mir leid. Er ist ganz schön schreckhaft. Wir sehen hier nicht sehr oft unbekannte Gesichter. Sag, wo kommst du denn her? Mutter! Die haben hier echt jedes Detail volle Kanne auf Mittelalter getrimmt, was? Was immer das bedeutet. Du kannst ja auch noch eine Schippe drauflegen. Ich meine, du könntest ruhig öfter für wahr und mitnichten sagen. Hey, hey! Bist du dieses eine Mädel? Das von außerhalb gekommen ist? Wie ist es da draußen? Komm schon! Erzähl! Ich will's wissen. Oh, warte. Meine Mama sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Da hast du auch vollkommen recht. Und jetzt komm mit, ich hab Essen. Sie bestimmten über alles. Das Klima. Hallo, du hast mich gestern ins Gefängnis gesperrt, aber du erkennst mich heute nicht. Aber schöne Carrera-Bahn hast du auf dem Kopf. Wartet! Wo wollt ihr denn hin, Kinder? Du? Der Kerl aus der Ratskammer. Warte. Ich rufe die Wachen nicht. Versprochen. Gewalt führt zu nichts, das ist dir doch klar. Wissen ist die Antwort. Denn es nährt uns, stärkt uns. Er sieht aus wie jemand, der bestens im Bilde ist. Vielleicht kann er uns ja sogar etwas Nützliches erzählen. Probieren wir es. Hey, Opa! Was dieses Wissen betrifft. Wie kommst du auf so eine Frage? Warte. Du hast mit Orden gesprochen, nicht wahr? Also wirklich dieses Kind... Ich schätze, es war wohl zu erwarten, dass sie Robians Sinn für Gerechtigkeit und Callistas Beherztheit erbt. Du kennst sie? Ja, natürlich. Ich bin auch ein Kognoszent, wie ihr Vater. Wir sind alte Freunde. Die Gilden waren Zentren der Gelehrsamkeit. Sie hüten viele Geheimnisse. Dich interessiert die Geschichte des Landes?
Ach, genau das wollte ich diesen undankbaren Kindern erzählen, bevor sie weggelaufen sind. Wo fange ich an? Du weißt doch sicher, dass es 4 Tantas gibt, die über Ethia wachen. Jede von ihnen erschuf ein Reich, geformt nach ihrem Ebenbild, und dort herrschten sie nach eigenem Ermessen. Sie bestimmten über alles. Das Klima, die Landschaft, die Lebensweise des Volkes. Ja, das reicht schon. Danke. Puh, kein Wunder, dass die Kinder geflohen sind. Nein, warte. Ich sagte, ich würde die Wachen nicht rufen und dabei bleibe ich. Ich wüsste gern mehr über dich, damit ich dich als Person besser einschätzen kann. Die Skepsis der Ratsmitglieder dir gegenüber ist verständlich. Billett ist Tanta Prav treu ergeben und Dax Tanta Syla. Deswegen sind sie also alle so festgefahren in ihrem Denken. Doch die Erinnerung an meine Herrin, Tanta Olas, sind vage. Warum, ist mir ein Rätsel. Was sie wohl über deine Ankunft in unserem Land gedacht hätte, das vermag ich nicht zu erahnen. Ich stehe zu meinem Wort. Es ist übrigens eines der langsamsten Kommunikationsmenüs aller Zeiten. Aber Sipol ist leider nicht so groß, dass du dich ewig verstecken kannst. Versprich mir zumindest, dass du auf deiner Flucht Gewalt möglichst vermeiden wirst. Dort vorne ist unser Ziel. Mhm. Nicht da. Oh. Nochmal. Hoch? Es tut mir leid. Er ist ganz schön schrecklich. Ich glaube, wir sind fast da. Einer der teureren Sprechern. Super. Ein Teich. Fast schon malerisch. Naja. Eine Katze. Zum Glück gibt es Katzen auch in Ethia. Mal sehen. Verfolge Katze und verliere sie nicht aus den Augen. Scheues kleines Wesen. Vielleicht sollten wir ihm nach. Hoch? Ich habe kurz mein Steam-Reviews reingeguckt. Die Katze sieht aus wie ein gerupftes Huhn und das soll Next Gen sein, hat jemand geschrieben. Daher fand ich, dass die Katze eigentlich auf Maximal-Settings ganz gut aussah. Wow, das nenne ich eine Müll. Und Fellstrukturen und Abfallbeseitigung ist schwierig, wenn niemand die Stadt verlassen kann. Was ist das? So die Physik von Umhängen und so weiter funktioniert ja hier ganz praktisch. Danke. Diese Holzpuppen waren einst ein alltäglicher Anblick in Ethia. Sind heute aber ziemlich selten. Ganze Generationen sind damit als Spielzeug aufgewachsen und sie waren einst so reichlich vorhanden wie vielfältig, wobei jedes Püppchen den individuellen Hintergrund, die Persönlichkeit seines Herstellers widerspiegelte. Jetzt gibt es hier auch niemanden mehr, der neue schnitzt, was ihren Preis erheblich in die Höhe getrieben hat. Ah, oh, ist das für mich? Okay, kannst du eintauschen gegen irgendwas. Abgeschlossen. Man muss halt einfach kritisieren, der Gamefluss wird so häufig einfach gestoppt, indem man hier wieder einfach warten muss. Du bist nicht Homer, aber süß. Ständig verändert das Spiel, dass du dich von A nach B bewegen darfst. Die Suppe, die sie uns heute serviert haben, hat wirklich nach gar nichts geschmeckt. Dieser miese Ratsherr meinte, wir bekämen dasselbe Essen wie die Oberstadt. Wer es glaubt, wird selig. Lügner, allesamt. Hat dich ordentlich genatzt. Ich habe fast keine Altersgenossen in Sepol, oder? Nun, es ist fast genau 21 Jahre her, dass der Bruch in Erscheinung trat. Warte, du meinst, sie sind alle... Shit. Heute suchen sogar noch mehr Wachen nach dir als gestern. Und Ratsfrau Darks befehligt sie. Gib acht.
Mit ihr ist nicht zu spaßen. Hä? Was ist das denn für eine Stadt? Heute suchen sogar noch mehr Wachen nach dir als gestern. Wie als gestern? Ich bin ja seit gestern draußen. Wahrscheinlich gibt's im Turm nur mit Freigang. In einer so kleinen Stadt können Verbrecher bestimmt nicht ohne weiteres untertauchen. Ja. Verschwinden ist auch nicht wirklich drin. Verdammt. Mann, ey. Tja, das war ein kurzer Trip. Wie zum Teufel kommt man aus diesem Café raus? Ich weiß einen Weg. Du? Läufst du mir etwa nach? Nö. Aber ich könnte dir helfen. Echt? Ich kenne jeden Winkel hier. Mhm. Und was wird mich das kosten? Apfel, vielleicht? Du läufst mir also doch nach. Klar. Hast Hunger, was? Folge mir. Dieser Apfel. Wie oft wird er noch benutzt? Willst du wissen, wie ich heiße? Ah, nö. Ich bin Olivia. Du bist Frey. Die ganze Stadt redet über dich. Bin wohl ziemlich berühmt. Olivia hier. Mit E geschrieben. Heißt berühmt, dass die Wachen dich jagen? Das hier ist mein Fundsachenlager. Alter, alles deine Beute? Nein, nicht. Alles. Du bist cool, Zwerg. Manchmal wissen die Leute gar nicht, was sie da wegwerfen. Ich mache oft neue Sachen aus der Beute. Hier, heil dich damit, wenn du dir wehtust. Okay, praktisch. Musst mir mal zeigen, wie das geht. Na klar. Ich bring's dir bei. Jetzt du. Was jetzt ich? Ach so. Craften. Olivia hat dir etwas Salbenlein gegeben. Benutze die Werkstatt, um daraus einen Heiltrank herzustellen. Für die Ressourcen, die du unterwegs findest, kannst du deine Umhänge oder Halsketten aufwerten und diverse nützliche Dinge herstellen. Metallklumpen, Federn. Für Materialbeutel, Kapazitäten. Die Leute schmeißen echt alles Mögliche weg, ha? Huh? Ja, vor allem nutzlosen Müll. Warte, das sieht doch nützlich aus. Was ist das denn für ein Stein? Ja, komm, hier, einfach in meine Tasche rein. Wer will auch schon kleine Steine haben, wie so einen richtig fetten Hinkelstein einfach in meinen Umhang stecken kann. Verteidigung plus 5% kann aufgewertet werden, violette Magie kann aufgewertet werden. Okay. Ich kann anscheinend einfach meine Trefferpunkte aufwerten. Mit einem Porenstein. Und so, wenn ich genug sammle, kann ich neue Aufgaben machen. Hey Zwerg, ich hab was für dich. Den wertlosen Schrott von neulich? Nein, nicht mein Handy. Und wehe, du klaust das Ding nochmal. Ich stehl nicht von Freunden. Freunden? Cool. Ach, tja, als Freundin. Hier, guck mal. Wow.
ist das? Bist du eine Tante? Das ist eine Stiftlampe und nein, ich bin keine Tante. Was hat's mit denen überhaupt auf sich? Sie waren die stärksten und mächtigsten Frauen in Ethia. Sie hatten Kräfte. Und mit denen beschützten sie früher unser Land. Und schon bald wird's wieder so. Sie werden uns retten. Hör zu. Nach meiner Erfahrung, achte besser auf dich selbst. Gerettet wird man nie, außer im Märchen. Oh doch. Keine Sorge. Okay, tja. Das Kind weiß mehr. Ich muss weiter. Was war nochmal der beste Weg aus der Stadt? Nun, steig erstmal über die Mauer da. Dann bist du deinem Ziel schon etwas näher. Cool. Die lockt bestimmt Leute in die Falle. Ich, ja. Wir sehen uns. Ich beschütze so lange die Stadt. Klar. Du kannst das. Mir hat noch nie jemand einen Apfel geschenkt. Das war der erste Apfel meines Lebens. Und Handy weg. Fast am Ziel. Ei, ei. Komm, ich habe Essen. Komm, ich habe noch mehr Essen. Tantas Segen sei mit dir. Du bist die Entflohene. Bitte, ich flehe dich an. Bitte tu den Kindern nichts. Doch, ich esse jetzt 2 oder 3. Fast da, oder? Ja, fast. Toller Sprung. Die Xenos-Gilde. Markierung setzen. Du traust also niemandem. Außer Gassenkindern. Warum? Weil ich selbst eins war, okay? Belassen wir es dabei. Das nehme ich mal mit. Was sind das denn für Dinger? Sind das Menschen? Das passiert wohl, wenn Menschen mit dem Bruch in Berührung kommen. Ich kann sie nicht töten. Du hast keine Wahl. Wir reden von denen da vorne übrigens. Zombies! Das meinte Orden also damit, dass hier draußen noch niemand weit gekommen ist. Das erklärt, warum die Leute in Zipol bei den Mauern bleiben. Nun tu doch was! Jetzt geht's los! Bam, 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 bam! Wen genau willst du das treffen? Das Arschloch da drüben! Oh ja! Maximum Power! Oh, jetzt gibt's eine Kampfwertung für mich. Gibt's nur Magie oder auch mal so eine Axt oder so? Du bist magiebegabt und dementsprechend gibt es nur Magie. Siehst mich nicht, siehst mich nicht.
Red dir das nicht ein. Hauptsache, du lässt dich nicht umbringen. Ich denke mal, es wird andere Magieschulen später geben. Na bitte! Hasta la vista, Baby! Du bist mein! Inzwischen kurzen Prozess mit den Bösewichten. Liegt wohl daran, dass du dich auch langsam nützlich machst. Ja, doch, Kampf kann man relativ positiv bewerten. Warum übernimmst du nicht mal das Laufen? Dafür sind Armbergen leider nicht ausgelegt. Mana-Quellen. So, jetzt bin ich aber stark genug, um zum Beispiel Steinmagie. Ah ne, ist doch 38. Ach komm. Obwohl, kann das gut sein. Das ist ja das mit dem Entgiften. Und es gibt wohl noch Wasserschule, Feuerschule. Im Moment ist das Erdschule. Ah, und da kann man neue Zauber anscheinend lernen. An einem Quell der Macht. Wäre ein guter Ort für eine Pause. Vier Wände. Und tot. Ach, die gute alte Embryo-Stellung. So lerne ich auch immer Zauber. Schuss mit dem Bein von einer Mauer ab und um höher zu kommen. Es ist auch nicht so extrem schlecht, aber man muss halt immer bedenken, okay, ne? Was zur Hölle war das? Die wollen halt einen. Was passiert? Ich weiß nicht. Einen ziemlich hohen Preis für dieses Spiel haben. Und ich glaube, dafür stinkt es halt in vielen Bereichen einfach gegen, sag ich mal. Die Main-Sachen ab. Pilgerzufluten. Pilgerzufluten sind über die ganze Welt verstreut. An diesen geschützten Orten kannst du eine Rast einlegen, um Trefferpunkte wiederherzustellen und Gegenstände zu erstellen. Was sie hinter der Tür erblickte, hätte sie sich im Traum nicht ausmalen können. Ein echtes Bett. Und ja, wer gerne mal da reingucken will, der kann sich halt die Demo anschauen einfach. So, mit dem Bett will ich aber nichts zu tun haben. Wer weiß, wer da schon drin gelegen hat. Die Tantas arbeiten lange und schwer, um Athia zu einem Ort zu machen, wo alle Reiche Frieden genießen und die Menschen ein glückliches Leben führen können. Doch die Arbeit war so mühselig und so wichtig, dass ihnen keine eigene Familien vergönnt waren, wie wir Menschen sie haben. Was nur beweist, wie groß ihre Liebe zu uns ist und wie ernst sie ihre Arbeit nehmen. Innerhalb eines Jahres nach seinem ersten Auftreten hat der Bruch 99% der Bevölkerung Athias direkt oder indirekt ausgelöscht. Die Menschen wurden entweder in verstandslose Bestien verwandelt oder von selbigen getötet oder schlimmer noch, von den Tantas, von denen sie sich einst hatten regieren lassen. Nur die wenigen, die es bis nach Zipal schafften, kamen mit dem Leben davon. Es gab schon gute Herr der Ringe Games, lieber Chat. Also dann, auf geht's. Ja. Also die Warner Brother Games von Herr der Ringe waren herausragend, fand ich. Ist noch ein gutes Stück, oder? Nicht mehr allzu weit.
Moment, das ist... Ja, das ist der Quell, wo ich drin war. Hä, hey, warum geht man nicht sofort in die gute 3D-Ansichtskarte, wo man viel besser sehen kann, was die Sache ist? Anstatt diese Draufsichtkarte. Was ist das? Salbei. Du hast da auch schon einen Heiltränke hergestellt. Natürlich weißt du, was es ist. Monumente sind heilige Steine, in denen die Tantas einst Teil ihrer Kräfte speicherten. Sie wurden vom Bruch besudelt, aber wenn es dir gelingt, sie von dessen verderblichen Einfluss zu befreien, kann Frey stärker werden. Das sieht nicht gut aus. Ja, etwas scheint den Bruch hier hingelockt zu haben. Du kannst ihn sicher mit deinen Kräften bannen. Versuch es mal. Einfach alles kaputt machen. Läuft. In der Übersicht die Truhe zum Beispiel angezeigt wird. Na, wenigstens werden Sachen sofort aufgesammelt, wenn man dran vorbeiläuft. Mach dieses Mal bitte einen Bogen um niedliche Tierchen. Ja doch. Und du bist dafür weniger penetrant und nervtötend, okay? Penetrant und nervtötend? Ich? Fühl dich ruhig angesprochen. Ah! Achtung! Friss das! Okay, jetzt habe ich den Status leiden. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Nicht schlecht. Oh, da weiß ich was. Mana! Konsumgüter. Ich werde versuchen, sie nicht alle auf einmal zu. Wenigstens kann man so alle Sachen sehr schnell finden. Konsumieren. Hauptsache, Proof hat Spaß bei dem Game. Also. Es könnte bis jetzt einfach schlimmer sein. Hab schon Schlechteres gespielt. Moment, nein, das wollte ich nicht sagen. Es ist halt wundervolles, ich mag Magie. An
Angeblich bekämpft man fliegende Gegner am besten, indem man sich selbst gen Himmel aufschwingt. Ich komme mit den, Dann schmeiß ich dich nächstes Mal hoch in die Luft. Ich komme mit den Charakteren gut klar, weil ich selbst auch ein Roboter bin und keine Emotionen zeigen kann. Ich glaube, wir sind fast da. Ich bin super. Wir haben das Ziel erreicht. Ubisoft muss sich langsam Sorgen machen, weil bei denen läuft nichts gut. Das ist richtig. Aber das Ubisoft-Thema hatten wir schon vor ein paar Tagen. Bei denen läuft halt nicht so viel rund. Aber die haben, glaube ich, jetzt auch ein paar der höheren Posten neu besetzt bei sich. Mit der Feder kannst du was bauen, bestimmt. Aber du kannst mehr als einen Wegpunkt setzen. Da ist etwas. Wie sollen wir vorgehen? Orte von Interesse und Belohnung. Über Athia sind Orte verstreut, wo du Belohnung verdienen kannst, um Freys Fertigkeiten weiterzuentwickeln. Dazu musst du jeweils die angegebene Bedingung erfüllen. Aber die Belohnungen sind die Mühe wert. Wenn du auf solch einen Ort stößt, sollst du dich der Herausforderung stellen. Hier ist etwas. Ich fühle es. Ja, ich weiß, was du meinst. Sterbt! Mutter Natur sagt Hallo! Ich könnte auch gern Magie. Vielleicht könntest du Angriffen ausweichen, statt sie mit mir abzuwehren. Alles klar. Oh, hast du Angst, du könntest die Kratzer abkriegen? Das hat gesessen! Aber ich freue mich schon auf die anderen Magieschulen. Okay. War nie so der Erdmann. Und der Mutant sind wahrscheinlich besonders starke Gegner, die hier versteckt sind. Naja, versteckt ist relativ, ne? Etwas gefunden. Lauf weg, wenn dein Boden ausreichend scheint. Das meinst du ernst, oder? Das oh mein Gott! Bereit? Nur sagen wir mal, der Mutant ist nicht schlecht. Das nehme ich mal mit. Diese Bruchzombies sind überall. Bestimmt waren sie mal ganz nett, aber meine Fresse.
Was ist das hier, Diablo 2? Das Arschloch da drüben. Oh. Und ab damit. Nicht viel, aber naja. Als nichts. Lass mich das beurteilen. Wenn du nach einem Schlafplatz suchst, bist du hier falsch, glaube ich. Nee, war nur neugierig. Ha! 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 Das ist unser Ziel. Reif, bist du aber ein lustiges Kerlchen. Aber ich bin eigentlich verleitet, wir durch die Open Welt zu offene Spielwelt zu streifen, aber ich weiß genau, das ist falsch. Kannst du es denn gar nicht abwarten? Nein, kann ich nicht, verdammt! Jetzt lese ich immer Ralf und nicht Ralf. Weil es einfach besser ist. Sie hätte einfach mal sagen müssen, ich nenne dich einfach Ralf. Bereit für den nächsten Kampf? Ich meine, was muss, das muss. Lass mich raten. Schurken in der Nähe. Helles Köpfchen. Wie gefällt? Das lief gut. Kannst du laut sagen, jetzt ist Schluss mit dem Gehibbel. Na also! Das hat gesessen! Vorsicht! Das habe ich gebraucht. Davon würde ich auch gerne. Das ist okay. Hält mich auf Trab. Das wird dir schmecken. Genau da, wo es weh tut. Ich frage mich, ob du meinen Daseinszweck missverstanden hast. Und ich frage mich, wie ein Fünfling wie du so einen guten Schild abgeben kann. Nicht schlecht. Bin manchmal ein bisschen verwirrt noch. Und ab damit. Weil du kannst halt Gegner zwar locken mit dem rechten Analogstick reindrücken, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der verliert relativ schnell den Fokus auf den Gegner. Fast da, oder? Ja, fast. Wir schweben nicht unmittelbar in Gefahr. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Hey, was ist das da drüben? Äußerst seltsam. Ich hätte mal gern ein Spiel, wo wirklich unter einer Brücke oder auf der Brücke oder du willst über die Brücke gehen und dann kommt erstmal ein Brückentroll. Wenn du über meine Brücke gehen willst, musst du dreimal Rede und Antwort stehen. Dann darfst du auch die andere Seite sehen. Wie sind die Fragen? War nur ein Scherz, gib mir 50 Gold. Kack Mensch. Da drin ist irgendwas. Ich spüre es. Dann lass uns doch hineingehen und nachsehen.